herzlich willkommen zurück. Egal, ob ihr auf die Schlümpfe steht, blauen Blutes seid, vor eurer Hütte der Enzian blau blüht oder ihr einfach nur blaues Licht habt, in diesem Video dreht sich alles rund um den Ford Focus 1 RS und den gab es halt nur in blau. Los geht's! Für so einen Fanboy wie mich ist ein Ford Focus 1 RS natürlich das allergrößte in Sachen Fokus. Ich selber habe ja auch mal einen gehabt, der hatte die Nummer 290, hatte allerdings einen Dachschaden und auch einen großen Heckschaden, deswegen habe ich das Ding geschlachtet. Dafür ärgere ich mich jetzt noch, aber nachher ist man halt immer schlauer. Und 2019 war ich schon mal beim Stefan und der Stefan ist in Sachen Ford Focus 1 RS echt gut ausgerüstet. Er hatte damals zwei Umbauten und auch zwei Originale und natürlich auch einen Haufen Geschlachtete. Und heute, im Jahr 2021, hat der Stefan gesagt, er will ein kleines Ford Focus 1 RS-Treffen ausrichten und hat gefragt, ob ich nicht auch vorbeikommen möchte. Habe ich natürlich sofort ja gesagt, weil ich das natürlich großartig finde, mal wieder einen echten RS zu sehen. Inzwischen sieht man das Ding ja eigentlich nur noch auf Bildern oder auf Treffen. Deswegen, ihr seht es hoffentlich, habe ich mir extra eine neue Kamera gekauft. Und deswegen entschuldige ich mich auch jetzt schon mal ein bisschen im Voraus, wenn vielleicht Ton oder Bild nicht so 100% sind. Ich muss mit dem Ding noch eins werden. Jetzt fahre ich allerdings erstmal zum Stefan hin und bin gespannt, was da so alles auf mich wartet. Da hinten sehen wir quasi schon die Vorboten. Wir sehen dreimal blau, dreimal Ford Focus 1 RS. Da hinten haben wir noch einen RS-Umbau, da hinten haben wir noch einen Escort Cosworth und einen 1er Fiesta. Ach, ich glaube, das wird halt ein großartiger Tag. Es hat jetzt auch aufgehört mit Regnen. Mal gucken, wie lange das heute so bleibt. Stefan hat gesagt, die letzten paar Jahre war das Wetter okay, aber nicht perfekt. Aber ganz ehrlich, jetzt ist es trocken, es ist bewölkt, das heißt, es ist nicht so heiß. Wenn es so bleibt, wird das doch großartig. Jetzt laufe ich gerade auf dem Weg in die Werkstatt von Thomas. Da sind schon die ersten kaputt, nix. Es ist großartig. Da steht ein SD170. Hier drüben steht ein zitronenfarbener Mondeo Fiesta XR2i. Das ist, glaube ich, ein neues Projekt vom Ringo, der auch schon bei mir war. Und hier sieht es eigentlich aus wie in jeder Traumwerkstatt. Sierra Cosworth RS-Umbau. Natürlich original breite Front. Hier ist anscheinend auch irgendwas drin und da hinten sind diverse Leute, die sich echt verdammt gut auskennen in der Sache. Ich stelle mich jetzt einfach mal dazu, weil hier kann man nämlich noch was lernen. Ha, jetzt bin ich beim Stefan angekommen und da ich ja selten die Möglichkeit habe, mal einem Originalen erst was zu zeigen, lasse ich jetzt einfach mal dem Stefan den Vortritt. Allein in Sachen Fokus kenne ich mich, denke ich, relativ gut aus. Wenn es aber um die RS-Modelle geht, ist Stefan definitiv Ansprechpartner Nummer 1, zumindest für mich. Und was er hier stehen hat, ist ein sehr originalgetreuer RS. Fast. Fast. Was hast du umgebaut an deinem? Also ist mit H&L-Federn, ist ein bisschen tiefer gelegt, 35 mm. Schwarze Scheinwerfer, schwarze Blinker. Diese Frontlippe ist nicht original. Die habe ich damals aus England mitgebracht, als ich auf der Ford Fair war. Ansonsten ist er ziemlich original eigentlich. Sehr schönes Auto. Was natürlich die meisten interessiert, welche Nummer hast du von 2500, die ja offiziell in Deutschland verkauft wurden, soweit ich weiß? Das ist die 1624. Okay. Und ja. Ansonsten, so ein Focus hat generell dieselben Probleme, nenne ich es mal, wie ein normaler Focus auch, also der RS. Rost sicherlich? Rost, Schweller, Radläufe, okay. Kotflügel vorne, die Achsen auch, also wie halt beim normalen Focus auch. Ansonsten sind die eigentlich relativ solide. Okay. Und was mich interessiert, als jemand, der ja noch einen halben RS zu Hause hat, welche Teile sind dir bekannt, die wirklich anders sind im Vergleich zum normalen Focus? Ich meine, außen brauchen wir nicht reden. Stoßstange auf jeden Fall vorne. Stoßstange, Kotflügel, Seitenwinde, Schweller, Heckschürze ist eigentlich ziemlich viel anders. Der Kühlergrill ist auch besonders, auch sehr selten mittlerweile. Ja, Motor halt, aber es ist eigentlich die Basis vom, ist der Saugermotor. Der 2 Liter Seriensauger. Genau. Im Prinzip ist nicht viel anders, aber die Basis ist der Sauger. Okay.
Und auch im Innenraum ist natürlich ziemlich viel und sehr speziell und auch, wie du gerade schon mehrfach gesagt hast, teuer und selten. Ja, Sitze, Lenkrad, Tacho. Die Fußmatten sind mittlerweile auch selten. Ja, und schweineteuer, da habe ich irgendwie den letzten Satz für 300 Euro gesehen oder so. Genau, Mittelkonsole natürlich. In der auch immer die Original Ford Bildnummer mit drin ist. Und dann hast du auch, wie ich sehe, den Satz an Sitzen, die, glaube ich, gesuchte sind, weil die noch diese Quernaht haben. Quernaht, die sind damals von Ford ausgetauscht worden, weil das Polster immer unschön war. Die sind auch nur mit Klett eigentlich befestigt. Aha, okay. Die ohne Quernaht und die mit der Quernaht, die haben halt noch eine Schiene, wo sie praktisch an die Polsterung geklammert sind. Okay, aber ist das... Manche RS haben es ja, manche nicht. Musste man sofort gehen und sagen, meine Sitze sind doof und die haben das gemacht? Oder gab es da einen Rückruf? Weißt du da was zu? Das weiß ich leider nicht. Aber ich denke, wenn jetzt jemand sich das beschwert hat und gesagt hat, mir gefällt das nicht, dann hat er halt neue Polster gekriegt. Okay. Weil ich habe ja auch noch so einen Satz zu Hause stehen. Aber bei mir ist es halt wirklich so, dass halt auch ohne Quernaht ist. Genau das, was du gerade schon gesagt hast, dass halt unten die Sitzfläche enorm aufgeworfen ist. Und dann natürlich, das sieht man glaube ich bei dir auch schon minimal, dass hier auch das Alcantara dann irgendwann so ein bisschen krümelig wird. Bei mir ist es komplett durchgesessen. Ja, das ist halt ein wenig Schwachpunkt bei die Sitze. Ja. Viele sind auch ganz aufgewetzt, also die schaut schon der weiße Grundstoff raus. So ist bei mir, und, genau. Und ist auch schwierig zum Wiederherstellen. Ja. Man, die Sattler machen es aber halt für gutes Geld. Genau, das habe ich leider auch schon in Erfahrung bringen müssen. Ansonsten... Dauerläufer eigentlich auch bei dir? Eigentlich auch. Also der hat jetzt knapp 190.000 drauf. Sieht man eigentlich auch nicht an. Also hat auch ziemlich viele Vorbesitzer, aber ist eigentlich immer gut gepflegt worden. Also habe ich Glück gehabt. Ja, also auf jeden Fall. Also ich finde es wirklich nach wie vor in einem Top-Zustand. Die 190 hätte ich ihm auch nicht abgenommen. Ja. Und halt wirklich viele schöne Details. Die Felgen sind ab Werk silber. Genau. Du hast sie schwarz gemacht. Ja, die waren schon beim Kauf so. Ansonsten. Das ist halt optische Sache. Genau, manche stehen silber, manche auf weiß. Dann, was noch speziell ist, auch der komplette, also nicht der Heckdeckel selbst, aber der Flügel. Den gab es nur beim RS und auch die dritte Bremsleuchte ist speziell. Genau. Heckdeckel Grundform, ein und dieselbe. Genau. Hat auch dieselben Probleme wie der normale Fokus. Rost in die Ecken hier oben, zum Beispiel um die Kennzeichenleiste. Aber die sieht bei dir echt noch gut aus, ne? Ja, die Heckklappe habe ich jetzt ausgetauscht, weil die andere war sehr rostig. Und die muss ich auch noch lackieren. Also die hat auch diverse Mängel. Deswegen fehlt auch noch die Hälfte und Scheibenwischer. Die werden noch schick gemacht. Da wird so ein mega schönes Auto. Dann auch von hinten nochmal die breitere Stoßstange, die auch der breiteren Spur geschuldet ist, weil, das weiß ich jetzt wieder, die Radlagergehäuse beim RS sind hinten komplett anders. Breiter. Ja, genau. Also die Tiefe ist anders. Demzufolge ist auch die Bremsscheibe, der Topf wieder tiefer. Hat auch nur der RS die Scheibe. Der Sattel ist wieder gleich mit ST170 und die Beläge. Und... Ja, Schwertlenker weiß ich, sind auch komplett anders im Vergleich zum anderen. Die haben nur eine Verstrebung mehr drin. Genau, und also, die Bogen, die Löcher sind größer. Die Löcher sind größer, genau. Auch an der Vorderachse. Okay. Querlenker sind größere Schrauben drin. Aha. Okay. Die Drehmomentstütze hat dickere Schrauben. Mhm. Ich glaube, der normale Fokus hat M8. Kann sein, ja. Und der hat M10. Ist eigentlich im Detail ist ziemlich viel anders. Weißt du, ob karosserietechnisch irgendwas anders ist? Was auf jeden Fall anders ist, sind ja vorne die Domplatten. Die Dome, genau. Genau. Aber weißt du, ob irgendwo die Karosserie irgendwo noch innerlich versteift? Das hast du da mal irgendwas rausgefunden, weil du hast ja auch schon ein oder zwei auseinandergenommen. Ja, nee, da habe ich jetzt eigentlich nichts bemerkt. Okay. Ich meine, die hinteren Radläufe, die sind halt massiver. Ja. Durch die Verbreiterung. Was auch komplett andere Seitenwände sind, was... Darin, soweit ich weiß, resultiert, dass der Radbogen beim RS länger nach vorn geht als beim normalen Fokus. Genau. Also die Seitenschweller sind kürzer und ich glaube auch die Rammleisten waren irgendwie anders. Die hinteren, die waren glaube ich anders ausgeformt. Genau, die sind glaube ich hier kürzer. Okay. In dem Bereich.
weil der Radlauf vom normalen Focus halt auch ein bisschen kleiner ist. Ja. Und wie gesagt, ich habe die Schwelle, habe ich mal einen normalen Standardfokus bauen wollen, habe die dann schön abgeschnitten, hingehalten, dann waren sie so 3 cm zu kurz. Und ja, der Kotflügel vorne ist ja auch durch das Ausgestellte, ist der Radausschnitt größer und dadurch wird halt wahrscheinlich so 1,5 cm kürzer die ganze Sache. Mhm. Ansonsten vorne natürlich riesengroßer Lufteinlass für wassergekühlten Ladeluftkühler. Im Gegensatz zu vielen anderen Hochleistungsfahrzeugen wassergekühlt und nicht luftgekühlt. Hat Ford, soweit ich weiß, deswegen gemacht, weil sie die Ansaugwege extrem kurz halten wollten, damit der RS auch sehr schönes und schnelles Ansprechverhalten hat. Genau. Ja, so Intercooler wie der Subaru zum Beispiel, glaube ich auch. Ne? Es gibt zwar einen Umbausatz auf Luft-Luft, aber die braucht man eigentlich erst ab so 350, 400 PS. Aber der wassergekühlte Ladeluftkühler kommt da an seine Grenzen. Okay. Ansonsten große Luftauslässe, die glaube ich beim RS auch als Einlass dienen, weil der Luftfilter nicht wie beim normalen Focus einen Ansaug hier oben hat, sondern da unten. Genau, also der Weg geht hier hoch und Serie ist hier noch so ein Aluschlauch, geht noch in Kotflügel hoch, aber die sind meistens weggegammelt. Ja, war bei meinem damals auch. Ja. Ansonsten viele Kleinteile, glaube ich, anders. Du hast mir gerade erzählt, das wusste ich auch nicht, dass die Köpfe beim RS minimal anders sind. Ja, also die Auslassventile sind anders, die sind nitriert. Ja, okay. Das heißt wärmebeständiger? Wärmebeständiger. Man kann auch einen Saugerkopf verwenden, aber da haben wir jetzt gestern festgestellt, da gibt es auch verschiedene. Man muss aufpassen, dass man dann einen vom Focus oder von Mondeo von den letzteren Baujahren nimmt. Okay. Da ist nämlich der Zahnriemensatz wieder anders und dementsprechend die Bohrungen sind anders. Okay. Also es ist wirklich viel Detailarbeit, die Ford effektiv gemacht hat, um das Auto besser zu machen. Genau. Ansonsten hat der Schmiedekolben, also der Block, schmale Schmiedekolben, eine größere Wasserpumpe hat er drin. Die ist auch sehr teuer mittlerweile. Nur die Wasserpumpe selber oder auch das Gehäuse? Das Gehäuse was auch. Also das ist alles wesentlich größer. Okay. Die Engländer bauen, wenn sie es günstig reparieren wollen, okay, auf die Standardpumpe um, ja, oder SC170 oder 2 Liter. Aber in meinen Augen ist das eigentlich Murks. Heißt das dann im Zusammenhang auch, dass der Flachriemen länger wird? Wenn da, oder ist das Wasserpumpenrad das in dem... Gleich. Das Rad ist gleich. Der Flachriemen müsste eigentlich der gleiche sein. Okay. Es ist nur, die ganze Wasserpumpe ist wesentlich größer. Okay. Auch das Gehäuse. Aber wie gesagt, das kann man 1:1 tauschen. Das Gehäuse ist ja nur ein Block hin. Ja, schraubt, genau, mit 3 Schrauben. Kann man weg und wieder hinschrauben. Okay. Ansonsten ist der Wasserkreislauf Serie sehr... Also der Kühler... Ein bisschen zu klein dimensioniert in meinen Augen. Okay. Das ist ein Standard-Fokuskühler. Da hätte Ford ein bisschen drauflegen müssen. Also das ist der einzige Manko. Weil ich weiß, dass in England ja auch viele Leute das Auto so mit dem Standard-Setup, also Motor, Block und Kopf fahren und auch knapp 300 PS und das relativ standfest fahren und wirklich, wie du gerade gesagt hast, nur über die Thermik schimpfen. Genau. Wenn die dann aber einmal okay ist, ist das Auto und auch der Motor sehr robust, habe ich gehört. Sehr robust, ja. Macht auch viel Spaß zum Fahren, weil das ist eigentlich die alte Turbotechnik. Großer Turbolader, ja, genau. Turboloch und dann halt richtig. Und das macht eigentlich mehr Laune wie jetzt Focus ST oder sowas. Also ich habe einen Focus ST auch gehabt, den 5-Zylinder. Zwar auch spaßig, aber also mir gefällt die alte Technik besser. Also das ist einfach mehr Fahrgefühl. Ja, und das ist auch der Grund, warum ich komme auch mal wieder ins Bild, warum ich alte Autos mag. Es ist halt vieles einfach echter zu fahren. Und der Stefan hat vorhin schon gesagt, ich darf gerne eine Runde mal in seinem Fan drehen. Das Problem an der Sache ist, wenn ich in die Kiste einsteige, kriegt er mich wahrscheinlich nicht mehr raus. Und ich habe ja auch noch so eine Kiste zu Hause stehen, wenn auch nur ein Teil. Na, mal gucken. Ja, die wird schon wieder. Ah ja, muss. Im Zweifel, ich kenne dich ja, da hast du hoffentlich noch Teile. Ja, ich erinnere dich immer an unser Umbautreffen. Ja. Kombi, Fan und eine Stufe. Eigentlich müsste man es wirklich mal durchziehen. Ja. Das machen wir noch. Okay, alles klar. Stefan, vielen lieben Dank für deine Zeit. Wir warten jetzt mal auf die ganzen anderen Kaputtnicks. Mit wie vielen Autos rechnest du heute ungefähr? Ich hoffe, dass es so 10 werden. Cool, okay. Vielleicht noch 1-2 mehr. Ja? Schauen wir mal. Na gut, wir sind ja jetzt schon 3 Stück hier. Da hinten ist schon einer fleißig am
putzen. Cool, okay. Dann lege ich die Kamera jetzt weg, quatsch noch ein bisschen mit den Jungs und dann schauen wir später mal, was hier auf dem Hof steht. 12 seconds later. Ich kenne das irgendwie. Er hat 5 Motoren. Hier muss man ja noch richtig für seine Bratwurst arbeiten. Damit hier so viele RS wie möglich auf dem Hof stehen, und hier hinten haben sich jetzt auch schon ein paar andere Fahrzeuge angesammelt, und da hinten die ersten Menschen, mussten wir jetzt einmal schieben, weil das ist ein RS, der einen Motorschaden hat. So. Aber es wird voll. 4 da, 3 da, ein Umbau da. That escalated quickly. 15 RS sind mittlerweile am Platz. Die weiteste Anreise hat Gary aus Kiel auf sich genommen. Das ist der RS mit den Compromotive-Felgen da. Wunderschönes Auto. Und trotzdem ja der Focus RS eigentlich nur ein einziges Auto ist, ist es Wahnsinn für mich, was hier die Bandbreite gibt. Es geht bei Felgen los, es geht natürlich auch über Motorleistung, über Innenausstattung, halt wirklich die persönlichen Geschmäcker. Ein Highlight möchte ich dabei besonders erwähnen, und zwar diesen RS, der im nahezu Originalzustand ist. Dann haben wir hier wohl auch noch einen RS am Platz, der hat weniger als 34.000 Kilometer gelaufen. Wir haben aber auch jemanden am Platz, der hat fast die 200.000 voll. Es ist wirklich mega. Ich freue mich sehr, vor allem, dass inzwischen auch noch sonst an Autos angerückt ist. Da unten haben wir einen Fiesta. Ganz da hinten steht noch ein Escort. Irgendwo steht da auch noch ein Benz und ein E39 BMW. Wir haben einen Transit mit M-Sport-Paket, der da hinten steht. Ein 1er Focus vom Ringo steht irgendwo da hinten im Gestrüpp. Es ist wirklich Wahnsinn, was der Stefan als Einzelperson hier auf die Beine gestellt hat. Ich fühle mich hier wirklich zu Hause. Die Leute sind alle nett. Kein Gemache, kein Getue, kein Geheize. Einfach nur großartig. So sollte eigentlich jedes Treffen auf diesem Planeten sein. Und jetzt weiter zu bewegten Bildern und Musik.
Ich war heute früh gegen um 10 hier. Jetzt haben wir es abends 20 Uhr und jetzt geht's nach Hause. Der Platz hat sich schon deutlich gelichtet, aber ein bisschen Blau ist immer noch da. Sogar die Österreicher, die gerade gewunken haben, haben es hierher geschafft. Singular. Der Österreicher hat es auch hierher geschafft. Ich schnapp mir jetzt zwei RS-Fahrer, die beiden Jungs. Die kommen jetzt mit mir mit, damit ich nicht so alleine bin. Ich habe ja Angst im Hellen. Ja. Und dann machen wir schon. Danke an dieser Stelle an den Stefan. Ja. Bitte schön. Nächstes Jahr wieder? Ich denke doch. Ja, ob dieselbe Location, müssen wir halt mal schauen. Ja. Und ich habe die Challenge bekommen, nächstes Jahr mit dem RS hier aufzutauchen. So Gott will. Wenn es klappt. Mal schauen. Okay, nochmal vielen Dank und bis nächstes Jahr. Gerne. Geil. Nächster Morgen, wir sind gerade auf dem Heimweg. Jeder muss in eine andere Richtung. Da hinten der Gary zum Beispiel, der kommt aus Kiel, über 800 Kilometer entfernt. Das nenne ich mal Einsatz. Kraft kommt ja aber bekanntlich vom Kraftstoff, deswegen gehen wir jetzt noch tanken. Da drüben ist der Olli, der sorgt noch für klare Sicht. Und wenn wir das erledigt haben, geht's nach Hause. Und wenn ich dort angekommen bin, dann gebe ich noch mal ein kleines Fazit zu diesem grandiosen Wochenende. Jetzt bin ich inzwischen schon wieder zwei Tage vom Stefan zurück und ich muss sagen, ich fand das Treffen großartig. Nicht nur, weil es das erste Treffen für mich seit dem Abzelten 2019 war, nee, auch das, was mir dort geboten wurde, nämlich an Thema Ford Focus 1RS, war absolut grandios. Die Leute waren mega nett, das Essen war toll, das Wetter hat super durchgehalten und für, wie am Anfang des Videos gesagt, einen Fanboy wie mich, ist so eine Ansammlung von Ford Focus 1RS einfach Wahnsinn. Sowas siehst du einfach sonst in Deutschland nirgendwo. Auch habe ich, wer jetzt auch aufgepasst hat, festgestellt, als ich zu Hause war, dass ich kein Intro gefilmt habe. Beziehungsweise habe ich es gefilmt, aber die Kamera hatte halt einen Hänger oder ich war zu doof, das Ding zu bedienen. Wahrscheinlich war es eher das. Deswegen filme ich jetzt das Outro und das Intro zusammen. Das interessiert euch nicht. Was mich viel mehr interessiert, hat euch das Video gefallen? Wenn ja, lasst mir wie immer gerne ein Abo, ein Like oder einen Kommentar da. Ansonsten wie immer vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Video. Hinter mir sehen wir übrigens den kleinen Bruder des RS, den SD170. Vielleicht wird da auch noch ein kleines Projekt raus. Das entscheidet sich heute. Aber bis dahin, bleibt dem Fokus.